Hallo Leute, ja, wir sind hier in Oxygen Not Included. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie noch den Dingens verdrängen hier, das Chlorgas. Das müssen wir irgendwie noch zusammenschieben. Von hier unten klappt das nicht so ganz. Da müsste ich jetzt hier wahrscheinlich noch was hinsetzen und dass ich hier diesen wegmachen kann, damit ich dahin komme. Muss ich mal gucken, ob ich das so mache oder ob ich mir eine andere Lösung suche. Nach dem Logo schauen wir auf dem Großbildschirm weiter, ne? So, das würde ich jetzt mal sagen, machen wir auf jeden Fall da oben erstmal einen hin. Dann ist der schon mal zu. Ich glaube, den können wir tatsächlich jetzt abreißen, zerlegen, weil der daneben ja da ist. Machen wir gerade auf hohe Prio, damit es hier mal schneller vorangeht. Und ja, die Algen sind ein Problem. Mordrak hatte geschrieben, dass ich mal auf das Overlay gehen soll, Material-Overlay gehen soll und dann auf organisch, dann würde ich wahrscheinlich die Geschichte mit Algen sehen oder sowas. Da sind Algen, okay. Ich glaube, Algen sind das etwas frischere Grün. Das Unbunte hier ist der Schleim und das ist der Dingens. So, jetzt müssen wir nur gucken. So, hier können wir definitiv mal hingehen, glaube. Allerdings ist es da auch ein bisschen knapp. Da kommen wir nicht. Hier sind noch ganz viele Algen. Okay. Na dann. Müssen wir nur gucken, dass wir da noch hinkommen, sehe ich gerade, ne? Ja, lass die mal so buddeln, ne? Und das Wasser wird auch immer knapper. Das ist auch ein großes Problem, ne? Ach, guck mal, hier unten sind ganz viele Algen. Aber irgendwie haben wir uns da rausgebuddelt. Ach so, da war der Weg da, wegen den Slicks da. Okay. Aber da sind noch ganz viele Algen, da haben wir ja erstmal gar kein Problem, ne? Gut, da müssen wir nur hin. Das heißt, Prio mal ändern hier. Machen wir eine 7 daraus. Das ist natürlich die Tür auch eine 7 geworden. So, die Tür hätte ich gar nicht mit 7 machen müssen, fällt mir gerade so auf. Die ist ja schon ausgehoben. Wichtig ist, dass wir das da machen. Und dann, wenn die beiden weg sind, kann ich erst unten machen, oder? Aber eigentlich auch ziemlich egal. Wir können auch hier mal gerade was größer basteln. Okay, hier wollen wir das auch noch verdrängen, aber das klappt auch nicht so gut, weil hier noch gearbeitet werden muss. Ja, ist gerade so ruhig hier, ne? Ah, die sind hier oben alle Mamelucken, hier unten ist keiner. Wie sieht es denn hier mit Verkeimung aus? Okay, da ist kein Zeug drin. Das hier ist Kohlendioxid, das ist also halb so wild. Dann wollen wir mal gerade hier noch weiter rüber bauen. Und dieses hier können wir definitiv dann abbauen, ne? Ja, das Kohlendioxid wäre jetzt halb so wild. Da war ja kein Keimzeug, oder? Ja, doch, da links, aber na, ist erstmal egal. Das machen wir mal weg. Okay, hier hat das schon geklappt mit dem Abbauen nach da. Das heißt, den können wir auch abbauen. Vielleicht sollten wir hier mal. Ach nee, warte mal, das mache ich mal wieder ab. Da können wir eher das bauen dann. Und hier haben wir verschmutzten Sauerstoff. Der wäre jetzt nicht so schlimm. Und hier wollen wir ja eine weitere Farm, glaube ich, bauen. Ne? Kann das sein? Kommen wir da oben hin, um dann Trockenwand. Okay. Die ist neu, oder? Okay, verhindert Dingens im Weltraum. Nee, stopp, das ist schon wieder verkehrt. Weil da muss eine Tür hin. Wenn wir das so machen wollen wie da, müssen wir hier einen Stein unten drunter haben. Die sind schon schön am Basteln hier. Wie sieht es denn hier mit Keimen aus? Ah, da gibt es natürlich Keime. Aber da müssen wir auch mit fertig werden, ne? So, wie sieht es denn hier aus? Passiert hier passiert. Ach doch, die Tür ist doch zu bauen, sehe ich gerade. Ich dachte, die wäre schon fertig, aber die ist ja noch gar nicht fertig. Was ist hier jetzt? Lickster-Ei. Okay, haben wir da reingepackt und dann wieder rausgeschmissen, ne? Ja, passt schon. Das mit unserem Wasser, das macht mir noch ein bisschen Sorgen, ne?
Und wir haben schon geguckt nach Wasser, da müssen wir irgendwas Schmutziges nehmen und das sauber machen. Chlorgas, Schlot, den brauchen wir natürlich erstmal gar nicht, ne? Vielleicht sollen wir mal gucken, haben wir schon ein bisschen mehr irgendwo entdeckt? Hier unten, was war das für ein Geysir, den wir hier haben? Erdgas, ne? Okay, der wäre natürlich nicht schlecht, den zu erschließen. Aber der sitzt natürlich hier in unserem tollen Zeug drin. Sag schon, in unserem Schleim, der kontaminiert ist. Okay, hier geht es jetzt noch nicht weiter, ne? Hier waren ja auch Algen, aber ich glaube, die haben wir schon alle entsorgt, ne, oder? Da ist noch eine. Und dafür müssten wir das da wegkriegen. Da ist schon Alge. Hier gibt es auch nochmal zweimal Algen. Die sollten wir auf jeden Fall abbauen. Ich glaube, da kommen wir auch dran, ne? Da liegt ja auch eine Alge, ne? Muss einer nur abholen. Hier werden Algen vorkommen, aber die sind wahrscheinlich mit dem gesegnet. Naja. Aber warte mal, hier ist noch eine Alge, die wir direkt holen können, weil der da jetzt ist, ne? Ja. Bau den mal gerade auch ab. Also den haben wir da nur gebaut, damit wir sehen, dass hier die Ebene ist, wo wir bauen müssen, ne? Und hier geht es nicht weiter mit dem Filter, weil hier was runtergefallen ist wahrscheinlich, ne? Was ist hier? Was haben wir hier? Da muss ich auf jeden Fall hin, um. Na, warte mal, wir können das aber auch hier erstmal abbauen, damit die Leitung gebaut wird, ne? Vielleicht so. Ich weiß aber nicht, ob wir dann da dran kommen, aber das müssen wir dann gucken. Gut. Hier haben wir alles verschmutzten Sauerstoff, den wir eigentlich hier weghaben müssten. Bis da oben hin verschmutzter Sauerstoff. Überall verschmutzter Sauerstoff. Okay. Da können die mit leben, ja, aber toll ist das nicht, ne? Vielleicht sollten wir hier mal so eine Pumpe hinsetzen, ne? Und den Sauerstoff zu unseren Freunden hier führen. Hier ist schon mal weitergebaut. Das ist schon mal gut. Hier ist auch weitergebaut. Lass uns da erstmal eine Schleuse bauen, weil die muss da hin. So, er macht jetzt gerade das da. Sehr schön. Das heißt, wir können da weiter zumachen. Und wenn wir das da aufmachen. Warte mal. Da ist mein Freund der Schleim, ne? Oder wie war das? Genau so ist es. Na, lass das erstmal so machen. Nochmal den Schleim. Da ist keiner. Ich muss den nochmal zerlegen, damit ich dann hier hinkomme und da weiter zumachen kann, oder? Und hier ist dann noch Wasser. Aber das ist hier. Warte mal, das ist doch nur verschmutzter Sauerstoff. Ist jetzt nicht das Beste, aber eigentlich braucht man den sogar hier, ne? Ach, guck mal, er ist jetzt hier drin, ne? Der Kompakt-Pufft. Warte mal, da müssten wir jetzt hier eigentlich. Was brauchte der denn? Ne, der brauchte Sauerstoff zum Kacken, ne, oder? Warte, hier sind Keime drin. Okay, aber ich wollte den. Verhungert, Zeit bis zum Tod, 6 mürrisch, Gesundheit. Was brauchte der denn? Braucht auch Sauerstoff, ne? Oh, wo sehe ich das denn jetzt hier? Kompakter Bus sind aggressive Kartoffeln. Ah, der macht hier auch Dingens, sag schon. Aha, gut. Der lässt Fleisch. Wo sehe ich denn jetzt Sauerstoff? Da ist es doch. Also der baut Sauerstoff und macht dann Oxalit daraus. Das heißt, ich müsste jetzt hier eigentlich schauen, dass da auch Wasser drin ist, ne? Schwierig. Flaschenentleerer, ne? Oder hier aufmachen und dann. Nee, das ist.
Nee, dann fliegen die sowieso nur darüber, das kenne ich doch schon, oder? Sanitär. Flaschenentleerer da rein und dann gucken wir weiter. Aber hier, was haben wir denn hier gebaut? Weiß ich gar nicht, wofür ich das so gebaut habe. Die Rutsche kann da auf jeden Fall zerlegt werden, ne? Habe ich jetzt die Rutsche ausgewählt? Rutschzange zerlegen, ja. Das habe ich nur zugemacht, damit hier keiner runterschweben kann, ne? Kann das sein? So, gut. Hier kriegen wir noch einen schönen Farmraum mit Essen. Wie sieht es mit Essen aus? Das geht. Sieht erstmal gut aus, oder? Hier wird nichts produziert. Weiß gar nicht, haben wir noch Ellie oder so, die da Hachi macht? Lass uns mal hier ein bisschen was höher machen. Achso, hier waren wir noch, ne? Hier sollen die ja noch die Algen abbauen. Kommt da einer nicht hin? Doch, eigentlich schon, oder? Ist natürlich auch, wir haben hier einen geschlossenen Bereich. Und hier ist er offen. Ja, ist jetzt nicht so sinnig, ne? Dann lass uns mal schnellstens hier einen Ziegel hinbauen. Damit das wieder zu ist irgendwo. Und hier müsste eigentlich auch zu sein dann, ne, oder? Aber hier ist ja Sauerstoff erstmal. Der hier auch, ja, Kohlendioxid. Ja, obwohl. Hier ist ganz viel Sauerstoff, das sieht man ja schon. Und unser Wasser wird immer weniger. Wir haben ein Wasserproblem, definitiv. Das kann schon mal weg. Das kann auch weg. Das machen wir auch so weg. Ah, hier sind sie schon weiter. Okay, das heißt, wir könnten. Ah, ist ja schon ausgewählt. Das ist ja schon ausgewählt. Das heißt, wir müssen hier jetzt weiterkommen. Ah, guck mal da. Ah, es wird auch schon gerade gebaut. Sehr cool. Das heißt, nächster ist jetzt der. Den da und den da. Und eigentlich kann ich das alles zumauern, ne? Ah, hier geht wieder nicht wegen dieser tollen Pflanze. Super. Okay, dann müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Den müssen wir zerlegen, damit wir den bauen können. Und den müssen wir ausgraben, damit wir die beiden bauen können, ne? Sehr gut. Die Slicks da funktionieren aber erstmal schon mal. Also jetzt noch nicht, weil sie nur ausgebeutet werden, aber das ist, ja, sie haben schon mal ihren Raum. Und hier kann es ja auch runterlaufen, das wäre auch egal, läuft aber auch hier durch. Hier unten müssen wir es dann irgendwie auffangen, ne? Das Erdöl, wenn es denn kommt. Okay. Das ist voll. Wir müssen hier irgendwie Kanister entleeren. Aber ja, das funktioniert noch nicht so, wie ich es möchte. Okay, da wird schon wieder einer zugemacht. Das ist schon mal gut. Da kann ich aber noch nichts machen, weil dieser hier noch gemacht werden muss, ne? Ja, geht erstmal, ne? Aber ich müsste jetzt hier eine Treppe erst runter machen, ne? Damit ich da an die Pflanze komme, oder? Und diesen könnte ich eigentlich auch abreißen. Na, da kann ich auch die Treppe hinbauen. Und dann könnte ich hier eigentlich diesen auch zumachen, ne? Mach das mal so. Weil hier ist ja auch Chlor drin, was ich nicht will, ne? Er ist hier, hat gutes verschmutztes Wasser, ne? Okay, da kommt immer einer super schnell. Wir bräuchten noch so einen Lift, der hochgeht, oder? So. War noch was?
Warte mal, wenn das nicht leer ist, dann ist da ja noch mehr dran. Okay, da sind auch noch Metallerze dran. Eierschalen sind da auch drin. Jetzt ist er, glaube ich, leer, oder? Ah, das war vielleicht jetzt auch nicht so gut, dass hier Oxalit eingelagert wird. Die Kohle, Bleistein auch nicht. Der löst sich doch hier auf. Und der war mal hier drinnen, ne? Weil da Wasser war. Ah nee, das ist Eis zum Schmelzen. Okay, nee, dann passt's. Das Oxalit ist ja hier drin, ne? Passt schon. Und das Bleistein auch. Haben wir tatsächlich was, ja. Okay. Die Leiter kann, glaube ich, zerlegt werden. Und dann. Nee. Können wir das auch abbrauchen? Abarbeiten. Ist das auch so? Das muss noch gebaut werden. Hier ist Sauerstoff drin, cool. Weil diese tolle Oxyfahne da ist. Okay, das funktioniert schon mal mit dem Oxyfahren, aber das hier ist Wachstum gestoppt, Bewässerung. Okay, der braucht Wasser. Ja, Wasser ist jetzt gerade hier, da unser Problem. Wir haben definitiv jetzt gerade ein Wasserproblem. Das müssen wir definitiv in der nächsten Folge angehen, weil das ist jetzt das nächste Problem, was wir haben, denke ich. Hier ist gerade Großbaustelle, ne? Warte, der kann zerlegt werden. Mach den auch mal schnell zerlegen. Und der kann auch zerlegt werden. Oder ja. Dann kann der gebaut werden, der kann auch gebaut werden. Ja, das sieht erstmal gut aus, ne? Und hier müssen wir noch zwei weggraben, damit wir da den verlagern nach aufräumen. Kann man den aufräumen? Gute Frage, ne? Sehen wir dann. Ich glaube, hier ist der Dingens hier ganz schön am dröhnen. Der Geysir hier. Wassergeysir. Da ist unser Problem, unsere Lösung des Problems, ne? Da gibt es Wasser. Aber wahrscheinlich zu heiß. Das heißt eigentlich, wir müssten schauen, dass wir hier das noch wegreißen, damit wir da eine Pumpe hinkriegen. Das zumauern. Geht natürlich nicht, doch geht, oder? Ja, geht sogar. Dann müssen wir hier eine Pumpe ganz schnell hinstellen und das Wasser dann da rauskriegen. Ich hoffe, das Wasser ist nicht zu heiß. Erzeugt auf jeden Fall Wasser. Müssen wir aber erstmal das hier fertig kriegen. Ich weiß aber nicht, wie lange so eine Pumpe hier hält. Was sie für Temperaturen ab kann. 75 Grad. Und wir hoffen, dass das Wasser nicht 75 Grad heiß ist. Bin ich gespannt, was wir hier hinkriegen oder nicht hinkriegen. Das sind alles Algen, ne? Wow. Warum haben wir die noch nicht abgebaut? Modrak, hier sind sie, die Algen. Da war's. Wow. So viele Algen und ich baue die nicht ab, ne? Warte, der kann jetzt hier auch abgebaut werden. Dann können die nämlich da weiterbauen. Das sind auch Algen. Achso, ich muss erst an den da dran, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob das hier geht. Kriege ich den da weg? Sieht aber so aus, oder? Weil das Symbol ist ja weiß. Wir haben auf jeden Fall 138 Kilo Algen gerade gekriegt. Wie viel haben wir denn insgesamt? Okay, 2 Tonnen. Das geht aufwärts auf jeden Fall. Aber warte mal, da ist doch so ein. Da muss doch eigentlich dahin gehen, oder? Nee. Da ist noch eine Pflanze hinter. Ah. Entwurzeln. Schauen wir mal. Achso, das Entwurzeln sollten wir vielleicht auch mal auf Prio 9 machen. Das würde mich jetzt interessieren, ob es geht oder nicht geht. Sonst wäre das mit dem Chlorgas ziemlich doof hier. Da ist schon mal zu.
Weiß nicht, wie weit ich hier gehen will. So, da ist auch schon wieder was. Und das zu bauen, müsste ich hier aufmachen, damit sie dahin sich stellen können. Zerlegen. Dann kann ich dieses auch entwurzeln, will ich hoffen. Gut, aber ich sag mal, wir machen erst hier wieder einen Cut. Viel Kleinkram hier gerade. Und hier geht es auf jeden Fall auch voran. Warte, warte, warte. Das machen wir aber hier noch für diese Folge auch noch gerade so. Damit wir das fürs nächste Mal dann nicht vergessen haben. Das funktioniert erstmal. Damit wir das hier auch weiter einhängen. Nee, wir brauchen das gar nicht einhängen. Das ist doch hier verschmutzter Sauerstoff. Bau abbrechen. Das ist alles Quatsch hier. Das Wasser brauchen wir. Können wir gebrauchen. Okay. Ja, hier liegt so viel, das müsste mal einer aufräumen, oder? Ist da auch was? Wahrscheinlich, ne? Okay, hier ist jetzt das mit dem Wasser. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.